Und damit moin Leute hier zum ersten Video Theorien, in diesem Beispiel Harry Potter. Ich habe euch ja im letzten Video gefragt, wozu ich ein paar Theorien machen soll und habe selber vorgeschlagen, Harry Potter Theorien zu machen. Das heißt, wir fangen auch damit an. Ich habe eure Kommentare hier und dann geht's los. Julian schreibt, Theorien über die Amazon-exklusive Serie Lucifer wären cool. Habe ich auf jeden Fall mal vermerkt, könnte man sicherlich mal machen. Jetzt in diesem Fall geht es nur um Harry Potter, aber ich muss sagen, ich feiere die Serie auf jeden Fall. Leider bin ich nicht aktuell, da es noch so viele andere Serien gibt. Lily Luna Malfoy Granger. Das ist eine interessante Fanfiction. Schreibt, Dumbledore ist schwul. Ja, wie du auch selbst schon sagst, es ist schon bestätigt worden. Dumbledore ist schwul. Seine Jugendliebe war ja Grindelwald. Gellert Grindelwald. Phineas Nigel schreibt, hey, immer wieder schön deinen Namen zu lesen. Die magische Zahl 13. Im dritten Teil beim Weihnachtsessen kommt Trelawney dazu, sie will sich aber nicht setzen, da, wenn sie sich jetzt 13 Leute am Tisch sitzen. Laut ihr stirbt dann derjenige demnächst, der sich als erstes erhebt. Es saßen aber mit Peter Pettigrew bereits 13 Personen am Tisch. Wer hat sich also als erstes erhoben? Es war Dumbledore, der Trelawney einen Stuhl zeichnete. Finde ich wohl eine super Stelle. Er starb erster von den 13. Ich persönlich glaube, das ist erstmal keine Prophezeiung, sondern irgendwie ein Aberglaube, wie so eine Bauernweisheit, eine Zaubererweisheit. Aber witzigerweise passiert das noch öfter. Ich habe irgendwie nachgeguckt. Und zwar 1995, also im Orden des Phönix, sitzen 13 Mitglieder des Ordens des Phönix am Tisch und der erste, der sich erhob, starb auch. Und das war in diesem Fall Sirius. Und auch in 1997, also Heiligtümer des Todes, saßen, nachdem 13 Leute Harry von zu Hause abgeholt haben, saßen 13 Menschen am Tisch der Weasleys. Und wer stand zuerst auf? Lupin. Und wer starb zuerst? Lupin. Komisch. Das ist mir übrigens vorher auch nicht wirklich bewusst gewesen, dass diese Zahl 13 auch so oft auftaucht wie die Zahl 7. David R. schreibt, er, Draco, wurde als Strafe dafür, dass sein Vater bei Voldemort verkackt hat, von Greyback gebissen. Das erklärt auch seine Depression im 6. Teil. Halte ich für eher unwahrscheinlich. Draco wurde bestraft mit der Aufgabe, Dumbledore zu töten. Oder irgendwie die Todesser ins Schloss zu bekommen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist Bestrafung genug. Darüber hinaus, was sollte Voldemort mit einem 16-jährigen Jungen, der ein Werwolf ist, in Hogwarts? Wird er sich verwandeln und nicht unbedingt in der heulenden Hütte sitzen, wird er die halbe Schule auseinanderreißen. Und genau das ist ja, was Voldemort nicht möchte. Er möchte ja die Schüler schützen, sag ich mal. Er braucht sie ja für seine neue Armee und möchte sie ausbilden und so weiter. Die Lehrer an sich hat er auch immer ziemlich geschätzt. Also wäre das eine ziemlich dumme Idee, ein ziemlich dummer Schachzug, wenn er das tun würde. Unsicher und undurchdacht habe ich hier aufgeschrieben. Das klang auch schöner als das, was ich gerade formuliert habe. Nochmal Lily Luna Malfoy Granger. Du musst mir unbedingt mal sagen, wie du auf diesen Namen gekommen bist. Schreibt, Ron Weasley ist eigentlich Dumbledore. Er hat eine Zeitreise gemacht, es gibt sogar Beweise dafür. Und zwar mag Dumbledore keine Bertie Botts Bohnen seit seiner Jugend. Und auch Ron hat seine Vorliebe an ihn verloren. Außerdem werden beide fast gleich beschrieben im Buch. Puh, ja. Also auch da habe ich mich ein bisschen eingelesen, weil für mich ist das auch eine Theorie, die nicht unbedingt die beste ist. Aber ja, sie werden ähnlich beschrieben und auch das mit den Bertie Botts Bohnen passt. Und natürlich ist auch, dass sich Ron und Dumbledore im Grunde nie wirklich unterhalten und auch nie wirklich treffen. Sehr, sehr, sehr selten, dass die überhaupt in einem Raum miteinander sind und eigentlich nie alleine. Würde mit den Zeitreisen Sinn machen, man soll nicht mit seinem früheren Ich interagieren, bla bla bla. Warum ich nicht denke, dass das so ist, unter anderem hier ein paar Punkte. Dumbledore ist sein ganzes Leben lang schwul. Das heißt nicht, dass er nicht, dass Menschen nicht über Zeit, sagen wir mal, andere Sexualitäten entwickeln oder andere Vorlieben und sowas, sondern Rowling hat das gesagt, war von Anfang an so, und dann gehe ich davon aus, dass die Autorin das weiß. Persönlich ist Dumbledore für mich immer noch so ein bisschen ein Arsch gewesen und nicht wirklich eine große Hilfe. Ich weiß nicht, ob Ron genauso war, aber Ron war mehr eine Hilfe als ein Arsch. Und wie soll auch, das ist der nächste Punkt, wie soll aus Ron, der nicht wirklich gut zaubern kann, der größte Magier aller Zeiten geworden sein? Und wie oft muss er den
Time-Turner gedreht haben, um ins Jahr irgendwas zurückzukehren und dann die ganze Sache mit seiner Familie noch zu machen. Grundgütiger. Ach, und natürlich der Hauptgrund, warum das nicht funktioniert. Rowling selbst hat getweetet, das ist Bullshit. Also, nette Idee, aber passt nicht. Ach ja, und bezüglich YouTuber, ich habe mir diese Tipps aufgeschrieben und werde mal gucken, ob ich ein paar der Personen erreichen kann. Jetzt gerade aber zeitlich ein bisschen blöd bei mir. Trotzdem, vielen Dank für eure Kommentare. Immer gerne weitere Kommentare, damit wir ein neues Video machen können. Jetzt muss es nicht mehr unbedingt Harry Potter sein, aber wir gucken mal, was so zustande kommt. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Kommentar und so weiter, wie immer. Ihr kennt das. Bis zum nächsten Video. Und jetzt, allons-y.